ist das ja mein Muster. Ist ja nun eindeutig. Was sagen Sie dazu? Das ist wirklich so. Und es ist ja nun wirklich das eindeutig. Das habe ich aus dem Muster. Internet. Keine Ahnung, was ja, der Junge ich kann jetzt ja gar nicht aus dem Internet, da habe ich ja nirgendwo hochgepostet. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Ein Satz für die Beamten des Kölner Zolls. Heute gehen die Zollbeamten Mike Dreeft und Mustafa Yildirim einem Hinweis nach. Ein junger Mann hat auf einem Wochenmarkt eine interessante Entdeckung gemacht und sofort den zuständigen Zoll informiert. Also wir sind jetzt hier in Köln-Sülz am Marktplatz. Wir haben einen Anruf bekommen von einem gewissen Herrn Stern, der uns darüber berichtet, dass seine Logos unbefugt dupliziert worden sind. Und dem werden wir jetzt erstmal nachgehen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Längst ist das professionelle Kopieren von Waren ein Milliardengeschäft geworden und fügt der Wirtschaft jedes Jahr massiven Schaden zu. Der Anrufer erwartet die Zollbeamten bereits in der Nähe des Wochenmarktes, auf dem er die Plagiate entdeckt hat. Tag, Stern. Treff, mein Name. Tag. Tag. Hilderim. Ich habe hier auf dem Markt jemanden entdeckt, der hat genau 1:1 meine Designs auf T-Shirts gedruckt, die ich aber nirgendwo online gestellt habe oder sonstiges. Aha. Also ich weiß nicht, wie der da rankommt. Okay. Und also am besten würden wir einfach mal... Einen Moment. Bevor wir jetzt erstmal dorthin gehen, möchten wir erstmal etwas klarstellen. Ja. Sie reden jetzt von einer Duplizierung Ihrer Logos. Genau, ich bin Designstudent. Haben Sie dann irgendwie ein Muster, ein Exemplar? Ja, ich habe ein Muster. Also ich glaube, das ist alles nur ein Zufall. Kommen wir erstmal ein bisschen zur Seite. Das kann auch kein Zufall sein. Wie sollen das sein? Und wer sind Sie? Das ist meine beste Freundin. So, das ist das Design, was ich gemacht habe. Und das habe ich zu Hause bei mir auf dem Computer gemacht. Ja. Habe das aber nirgendwo online gestellt oder sonstiges. Ich habe das wirklich nur bei mir auf dem Computer. Ich habe es auch nicht mal auf eine Cloud oder sowas hochgeladen. Ja, bei der Frage, worauf es hier bei der Peripherie auch ankommt, ist ganz klar zu sagen, man spart die Kosten ein, man versucht das Minimal-Maximal-Prinzip natürlich anzuwenden, ganz klar. Und dabei muss man halt auch viele Tücken und viele Risiken auch in Kauf nehmen. Dann habe ich eine andere Frage. Haben Sie darauf irgendein Urheberrecht? Ja, ich hab ein Patent darauf gemacht. Aha. Also das Ding ist wirklich meins. Also das ist. Und die Dokumente liegen bei Ihnen? Ja, natürlich zu Hause. Die habe ich natürlich nicht bei. Ne? Gut, aber den gehen wir aber dann dennoch nach. Ne? Ja, ja, klar. Also gut. Das ist halt, wie gesagt, das ist wirklich meins. Lass es doch sein. Mach doch keinen Stress. Du weißt doch selber, dass ich darauf ein Patent habe. Mhm. Warum? Wie kann denn das sein, dass es hier bitte auf den Stand setzt? Okay. Ich würde jetzt einfach mal, dass wir vielleicht da mal hingehen und gucken. Genau, das übernehmen wir jetzt erstmal. Sie können uns gerne begleiten, aber. Ja. Unter der Prämisse, dass Sie sich erstmal auf Distanz hinstellen, weil wir möchten natürlich die Situation auch in Sicherheit wiegen. Ne? Ja. Und deswegen, was sagst du, dass Sie ruhig bleiben? Ja. Bleiben Sie auch ruhig, wir klären das jetzt alles danach. So, ja, also Sie kennen die... Ich kenne den Typen gar nicht. Ich habe ihn noch nie nirgendwo gesehen. In aller Ruhe wollen die Zollbeamten nun den Standbetreiber zur Rede stellen. Der Student ist außer sich vor Wut. Der Vogel ist es, der die ganze Zeit. Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ruhig. Bitte. Wir sind vom Zoll. Was ist denn los? Einfach mal drüber schauen. Ja, schauen Sie sich um. Und? Guten Tag. Läuft gut? Hallo. Ja, sehr gut sogar. Sehr schön. Was ist denn los? Wir haben deutlich mein Ding. Von dem Typen. Wie kommt denn das hier mal auf? Bleiben Sie bitte ruhig. Wir kommen bitte mein Muster auf Ihre T-Shirts. Bleiben Sie ruhig. Der Kollege klärt das jetzt und danach. Felix, bitte keinen Stress. Nee, was soll das? Bleiben Sie ruhig. Ich verstehe das echt nicht. Stern darüber beschwert, dass hier ein Publikat so unbefugt jetzt vermarktet werden. Ich bitte jetzt beide bitten, ruhig zu bleiben. Der Kollege wird das jetzt klären. Das sind meine T-Shirts. Die gehören mir und kein anderer. Ich weiß gar nicht, was der Vogel da will. Was ist los mit dir, Junge? Könnte ich mal ganz kurz. Hier bin ich. Wir haben Patent da drauf. Ihr Name erstmal. Ja, Lukas heiße ich. Lukas, Nachname, gibt's auch? Janosch. Wunderbar. Kriege ich auch ein Auto, Papiere? Felix, hey. Also Design ist an sich dann geschützt, wenn es hierbei um die Kaufentscheidung halt geht. Es birgt auch irgendwo gewisse Emotionen. Wenn das Design natürlich ein gewisses Recht obliegt in Form vom Patentamt, das ist dann auch sowohl von der farblichen als auch von der Gestalt des Produktes halt unter Schutz genommen werden muss und diese an Unbefugte, sowohl Dritte, nicht weitergeleitet werden dann. Hierbei redet man dann von einem Schutz eines Produktes. Herr Langenbach. Ja. Wunderbar. Da gebe ich dann noch zurück. Kann ich mal ganz kurz die Gewerbepapiere oder beziehungsweise die Genehmigung für den Stand hier mal einfach? Sie bleiben jetzt mal ruhig, Herr Stern.
Die habe ich auf jeden Fall zu Hause gelassen, dann habe ich die jetzt leider nicht dabei. Haben Sie irgendjemanden, der das hierhin vorbeibringen könnte? Freund, Freundin. Nee. Ja? Wenn Sie wollen, können wir auch selber da hingehen. Also. Nee, wir bleiben am besten mal hier. Yeah. Rufen Sie mal am besten direkt an. Yeah. Die beste Freundin des Designstudenten versucht weiter, den Fall runterzuspielen. Und das macht die Zollbeamten misstrauisch. Das kann eindeutig. Er kommt gleich, wa? Das ist bestimmt nur ein Zufall. Lass doch den jungen Mann in Ruhe. Eindeutig ist das ja mein Muster. Das ist ja nun eindeutig. Was sagen Sie dazu? Das ist wirklich so. Und es ist ja nur wirklich das eindeutig. Das habe ich aus dem Internet. Keine Ahnung, was der Junge ist. Ich kann ja gar nicht aus dem Internet, denn ich habe es nirgendwo hochgepostet. Junge. Ich habe ein Patent da drauf. Ich habe es nirgendwo im Internet. Haben Sie das dupliziert? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, was der Junge will. Der heißt ja mehrfach dupliziert. Felix, bitte reg dich nicht auf. Bleib mal locker. Was ist denn mit dir los? Warum bist du denn eigentlich hier? Bleiben Sie ruhig. Unschuldig. Ihr seid auch ruhig. Bitte alle ruhig. Helle, sag mal ein bisschen ruhig hier. Wo haben Sie das aus dem Internet her? Woher weiß der deinen Namen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hallo. Unter Druck gesteht die beste Freundin endlich ihre Rolle in dem miesen Spiel. Nele! Kennen Sie die vom Sehen? Ey, hallo! Ja, kennst du den oder nicht? Ich kenne die vom Sehen jetzt. Ich kenne die vom Sehen. Woher vom Sehen? Ja, weil wir sind seit kurzem zusammen. Sie sind seit kurzem zusammen? Und dann hast du wahrscheinlich bei mir die geklaut oder wie? Und dem Vogel gegeben oder was? Ey, der Vogel bist du hier. Du machst dir den Aufstand. Halt mal die Klappe jetzt. So, jetzt sind beide Vögel mal in Ruhe. Okay, ich war bei dir zu Hause. Was ist das jetzt? Aha. Ja, ich war mal. Nee, Sie sind jetzt mal ruhig. Sie kommen mal weiter auf die Sprünge jetzt. Ja, ich bin an seinen Laptop dran gegangen. Ich wollte kurz die E-Mails checken, habe ich ihm gesagt. Aber Sie bleiben mal hier. Sie bleiben mal jetzt hier. Da, wo du was ausdrucken wolltest, deine E-Mails hast du schön geklaut, runtergezogen. Okay, ich habe dein Layout geklaut. Nee, Sie rufen das vor den Leuten, das so erzählen. Sei doch mal ruhig jetzt. Gut, hast du. Ich dachte nur. Ihre Papiere erstmal. Herr Stern, Sie bleiben ruhig. Herr Stern, bleiben Sie ruhig. Kommen Sie gerade mit. Und er ist der geborene Verkäufer und ich dachte, das ist jetzt uns egal, wir nehmen erstmal Ihre Papiere entgegen. Herr Stern, Sie kommen hier hin. Sie bleiben hier auf Distanz. Ich wusste, dass das ein Fehler ist. Dieser Vertrauensmissbrauch trifft den Designstudenten hart. Er hat seiner besten Freundin solch hinterlistige Tat nicht zugetraut. Auch die Zollbeamten sind überrascht. Es war sehr ungewöhnlich in dem Fall, dass die Frau auch mit involviert war. Erst machte sie den Eindruck, dass sie jetzt wirklich nur eine Freundin ist und da unschuldig dran ist. Aber dann hat sich während der Prüfung herausgestellt, dass sie dann doch dazugehört und praktisch dem Beschuldigten das Logo zugespielt hat. Felix. Sind Sie sich eigentlich darüber im Klaren, dass Sie hier gegenüber einem Urheberrecht verstoßen? Absolut nicht. Nee? Weil der kriegt das ja nicht gebacken von daher. Gut, wenn das Ganze patentiert ist, dann hat er ein gewisses Recht drauf. Ja, würde ich sehen, dass wir das. Gut, wenn die Dokumente vorher liegen, dann haben Sie natürlich in dem Sinne die ganze. Kann er wahrscheinlich auch feststellen. Nee. Und die Hand bleibt unten. Die Zeugin wird auf jeden Fall noch geladen, wobei sie ja eventuell keine Zeugin mehr ist, sondern eher eine Beschuldigte auch. Wir werden sie dann vorladen und werden sie vernehmen. Und dementsprechend dann halt ihre Aussage dahinter auswerten. Ich würde dann einfach sagen, wir nehmen das Ganze hier mal mit. Ja. Nein. Packen wir das Ganze ein. Kartons, haben Sie irgendwas da? Gar nichts, nur die T-Shirts hier. Wunderbar. Dann ist das mein Geschäft ruinieren, oder was? Das ist jetzt ein Geschäft, das illegal läuft. So, von daher machen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen schüchterner. Ja, wenn du schlau bist, aber. Hören Sie mal, Sie machen jetzt erstmal gar nichts. Ja? Okay. So, Felix, ich gebe Ihnen das wieder zurück. Doch ich lasse mich nicht die ganze Zeit beleidigen von denen jetzt hier. Nein, das brauchen Sie nicht. So. Herr Stern, ich nehme Sie jetzt gerade mit hier rüber. Kommen Sie so, wir packen jetzt das Ganze hier ein. Also, Sie kommen mit mir mit. Es ist wichtig in dem Fall, den Stand zuzumachen, damit halt diese Plagiate nicht weiter verkauft werden können. Es war ja, wie man gesehen hat, alles gefälscht und von daher muss der Stand geschlossen werden und es wird auch alles konfisziert und mitgenommen und hinterher wahrscheinlich auch vernichtet. Mit dem Verkauf der T-Shirts hat sich der Mann strafbar gemacht und wird sich vor Gericht verantworten müssen. Auf den Herrn Langenbach kommt natürlich eine Anzeige zu. Und er muss sich halt gegen den Verstoß, gegen das Urheber- und Geschmacksmustergesetz verantworten. Dies wird natürlich in verschiedenen Dimensionen halt festgelegt. Kommt natürlich auf die Straftat selbst an. Aber dem wird auf jeden Fall nachgehen werden. Ja.